Das 24. Bond-Abenteuer hatte am 5. November 2015 in Lienz Premiere. Dass James Bond in Osttirol auch mitgedreht worden ist, glaube ich, wertet die Destination gewaltig auf und wir sind alle recht glücklich darüber. Natürlich habe ich den Krieg gesehen, wir waren ja am Set da. Von einer von den Schlüsselszenen haben wir natürlich gesehen. Nein, es war toll und für alle, die am Set dabei waren und irgendwie damit was zu tun gehabt, ein tolles Erlebnis. Ja, also ich glaube, dass er ganz gut sein wird, so wie der letzte. Und ja, da freue ich mich schon. Ja, ein langjähriger Fan. Es gibt keine Folge, die ich nicht gesehen habe. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt. Es soll ja angeblich der beste James Bond aller Zeiten sein. Wahrscheinlich, weil in Osttirol gedreht worden ist. Einfach neugierig auf den neuen James Bond und ich hoffe, dass wir nicht enttäuscht werden, aber man hat gut gehört und ich freue mich voll drauf. Ich erwarte noch einen schönen Kinoabend und dass ich was von Ovadiljach sehe und dass ich Daniel Craig natürlich sehe, auf den warte ich ja natürlich ganz besonders. Die Aufregung im Saal steigt und hinter den Kulissen läuft alles nach Plan. Ah, willkommen bei mir zu Hause. Wir kriegen seit 5 Jahren mittlerweile keine Filmrollen mehr, sondern nur mehr Festplatten. Ja, als erstes muss man natürlich einmal den Film einspielen. Jeder Projektor hat einen eigenen Computer, sprich Server. Und so im Groben und Ganzen sollte dann der Film auch laufen. Vor dem Film gibt es noch pikante Details vom Drehort und eine wunderbare Überraschung. Daniel Craig war in Ovadiljach auch Lea Seydoux, obwohl du dich ja auf Monica Bellucci gefreut hättest. Wir hätten Bellucci von der Figur her besser gefreut. Wir hätten ja auch Daniel Craig eingeladen. Der kam dann im Jänner 2015 nach Ovadiljach. Heute ist er nicht gekommen. Wir machen uns ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um ihn. Denn im deutschen Zeitmagazin hatte er erzählt, lieber würde er sich die Pulsadern aufschneiden, als noch einen Bond-Film zu drehen. So ein Blödsinn. Glauben Sie doch nicht alles, was in der Zeitung steht. Ich meine, die Typen müssen doch irgendwie ihre Seiten vollschreiben. Tja, und was soll man sagen? Nach tagelangen Pressekonferenzen und Exklusivinterviews. Aber ich wollte nicht unterbrechen, Entschuldigung. Und im Übrigen muss ich einfach mal sagen, ich finde es ganz wunderbar, heute Abend live in Lienz zu sein und hier bei der Premiere da sein zu dürfen und mit Ihnen diesen wunderbaren Film zu begrüßen. Einen wunderschönen Abend. Da ist er, unsere Stimme aus dem Off. Nein, also für mich ist es wirklich so, dass ich, egal ob es jetzt Daniel Craig ist oder die anderen Schauspieler, die ich synchronisiere, ich gehe mit einer unglaublichen Begeisterung rein. Weil für mich ist es als Schauspieler immer wieder eine Herausforderung, wie hat der Schauspieler es umgesetzt, wie hat das interpretiert. Und Daniel Craig hat in jedem James-Bond-Film, angefangen bei Casino Royale, Quantum Trost, Skyfall und jetzt Spectre, die Rolle immer weiterentwickelt. Und für mich war es wirklich so, dass ich aufgeregt, aber im positiven Sinne war und sagte, okay, jetzt fangen wir an, den auf Deutsch zu interpretieren, was Daniel Craig auf Englisch gespielt hat. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was ist los, James? Es gibt nicht einen Menschen beim MI6, der nicht darüber spricht. Und über was genau wird gesprochen? Darüber, dass Sie in Mexiko einen Schritt zu weit gegangen sind. Dass Sie erledigt sind. Und was glauben Sie? Ich glaube, Sie fangen gerade erst an. Also was ich ganz, ganz ausgesprochen toll finde und interessant finde, ist, dass Daniel Craig seinen Bond in diesem Film mit Sam Mendes, dem Regisseur, zusammen so gespielt hat und so umgesetzt hat, dass Bond unglaublich reif geworden ist. Nicht alt, sondern reif und unglaublich erfahren. Der ruht total in sich und diese Souveränität, diese Leichtigkeit, diese innere Ruhe, der muss sich gar nicht mehr groß anstrengen, sondern es ist einfach so, dass er angekommen ist bei Bond. Er ist Bond. Ah, 007. Q. Bitte entschuldigen Sie die Unordnung. Ist alles ein bisschen improvisiert mit den ganzen Veränderungen. Wir haben einiges zu erledigen. Und was ich ganz toll finde und gelungen finde, ist, es sind ganz viele typische Bond-Sprüche wieder drin. Das, was bei Sean Connery und auch damals Roger Moore ganz, ganz toll waren, waren diese coolen Bond-Sprüche. Nicht nur von James Bond, auch von Moneypenny oder von M oder Q oder wem auch immer. Und das ist in diesem Film sehr, sehr gelungen und es macht großen Spaß. Ich habe eine Frage. Was wollen Sie wissen? Was, in Anbetracht aller verfügbaren Optionen, bewegt einen Mann dazu, Berufskiller zu werden? Naja, das soll der Priester werden. Draußen ist es ruhig geworden. Drinnen steigt die Spannung. Die Hose gestrichen voll, möchte ich dir alle sagen, gell? Wenn das in die Hosen geht, bin ich, weiß ich wo, morgen beim AMS beschäftigt. Im
Im Saal startet der Film und draußen nimmt sich Dietmar Wunder Zeit fürs Fotoshooting. Oh, das ist ja ein cooler Stunt da oben. Sehr gut. Die Premiere läuft in alle vier Säle. Die Ansprachen sind geglückt, ohne Probleme. Und somit bin ich glücklich. Ja, es ist brutal lässig gewesen. Also Action pur. Von der ersten Minute bis zur letzten. Und echt ein super Film gewesen, ja. Also der war echt super, der hat mich wieder völlig überzeugt. Also der Film, der war gewaltig und überhaupt die Szenen, die von Obertillach gedreht worden sind. Wir haben das von der Volksschule aus direkt beobachtet, wie die einzelnen Szenen gedreht worden sind. Und das ist einfach eine gewaltige Sache. The philosophy of the Bond franchise and mine particularly as a filmmaker is to do things for real. So you have to roll up your sleeves and work it out. Coming into this film, Sam was really up the ante. We're going to be spread all over the place. You know, we're going to Austria, which is a massive special effects stunt sequence. It's something that hasn't been done before, where we have three cars and planes. I think it's going to be a great scene and the audience is going to love it. Genau wie der Bond in Obertillach gedreht worden ist, war ich bei Kilometer 37 Dolomitenlauf, kommt hinter mir ein Flieger daher und ich denke, was ist denn da halt los? Und jetzt wollte ich schauen, ob die Szene wirklich im Film ist. The tradition for Bond is always real stunts, real action, real explosions. There's nothing made in a computer, and that remains the case here. And so the ultimate goal is the kind of excitement, visceral excitement, you can only get from live stunts. Ein Bond halt, ein echter Bond. Lassen Sie mich in Frieden! Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Im Moment bin ich Ihre beste Chance, am Leben zu bleiben. Spektakulär! Wie hat es dir in Lienz gefallen? Großartig. Du, ich bin angekommen, das war ganz toll. Ich bin angekommen, strahlend blauer Himmel. 15 Grad, glaube ich, oder 16 Grad. Und ich komme aus Berlin, wie gesagt, und heute Morgen in München eingeflogen und dann hierher gefahren. Du, ich dachte wirklich, das ist Märchenland. Und komme hier an in ein wunderschönes Hotel. Bin erstmal spazieren gegangen durch Lienz und fand es wunderschön, unheimlich atmosphärisch. Habe mich erstmal ins Café gesetzt, ein Cappuccino getrunken. Dann bin ich ins Hotel zurück und ich konnte mich gar nicht entscheiden, was mache ich als erstes. Und ich habe gedacht, schade, dass ich morgen wieder zurück muss. Also eigentlich ist es ein Grund, wiederzukommen. Eine allerletzte Frage wäre da noch zu klären. Was haben Sie da gemacht? Ich habe längst überfälligen Urlaub genommen. Drauf. Warte mal, so ein bisschen, genau, kriegst du es? Ja, oder noch bitte, weil ich Ihnen... Ja, aber das ist doch besser, so ist doch besser, genau. Darf ich ihn auch mal nehmen? Natürlich, natürlich. Ich muss in die Mitte für den Kontrast. Herrlich.